2004 bin ich zu dieser Band gestoßen und ja, hat gepasst. Einfach Konzept hat gepasst. Blues war okay. Ich bin ja vor einem Dreivierteljahr in die Band gekommen. Wollten Blues machen, Rockmusik. Und es hat sich so herausgestellt, wir covern halt Musik. Ich kenne die Band seit 2003. Vorband war eine Rock'n'Roll-Band. Mit der hatten wir mal einen Auftritt, der nicht so richtig klappte und da flog die ganze Band auseinander. Wobei Trash, Spaß an der Musik, Spaß mit den Jungs zusammen zu spielen, Spaß daran, Musik zu machen, die man nicht mehr so oft hört heutzutage. Die Hits von damals, sondern mehr so diese vergessenen Songs, die aber auch irgendwo einen gewissen Drive haben, die Spaß machen und die auf unsere Art und Weise rüberbringen. Nicht originalgetreu, sondern trashig, ein bisschen mit einem Pep und unserem eigenen Stil. Viele Coverbands haben das Ziel, so originalgetreu wie möglich das zu spielen. Und genau darin wollen wir uns unterscheiden. Immer mehr in unserer Entwicklung Kreativität in die Songs einfließen zu lassen, so dass es im Prinzip was Eigenes werden. Ich denke nicht, dass es so weniger bekannte Songs sind, die wir spielen. Es sind schon bekannte Songs. Es ist ja immer die Frage, wer nimmt die in Empfang? Und ja, also ich kenne die Songs alle, sind alles berühmte Sachen und die spielen wir auf unsere Art und Weise und das hat Spaß gemacht. Und vor allen Dingen versuchen wir natürlich bekannte Titel zu spielen. Aber noch viel lieber spielen wir die weniger Bekannten, die manchmal sogar noch besser sind. Und dann natürlich in unserem Stil. Der pur White Trash Sound muss rauszuhören sein. Im Endeffekt muss es Spaß machen. Wie renne ich hinter jedem falschen Ton hinterher? Wie renne ich hinter jedem Original hinterher? Sondern wir nehmen die Ideen auf und verarbeiten sie neu und wollen sie dann auch wieder auf die Bühne bringen, haben den Spaß daran. Und dieser Spaß soll dann auf der Bühne auch für unser Publikum rüberkommen, dass sie Party machen können, dass sie eben auch Spaß haben, an handgemachter Musik zu hören. Ne? Ansonsten, wenn wir sie originalgetreu nachspielen würden, können sie auch eine Diskothek einkaufen. Die können das besser. Wollen wir gar nicht.
the way, looking down for the hotel room.